W3C World Wide Web Consortium. Das W3C wurde 1994 von Tim Berners-Lee gegründet. Er wollte eine Standardisierung des Webs, um einen schnelleren Austausch von Dokumenten zu ermöglichen, und außerdem um ein internationales Industriekonsortium zu erschaffen. Dieses Konsortium besteht aus Mitarbeitern, über 400 Mitgliedsorganisationen, zum Beispiel Amazon und Google, und der Öffentlichkeit. Das W3C setzt auf Transparenz, Fairness und Ansprechbarkeit, außerdem wird es ständig weiterentwickelt. Des Weiteren finden regelmäßig Workshops statt, um Mitglieder zu finden. Die Ziele des W3C sind eine internationale Zugänglichkeit für jeden, Bereitstellungen für Problemlösungen und vereinfachte Arbeitsabläufe, ein barrierefreies Internet und um das Wachstum des Webs zu steigern. Das W3C ist staatlich nicht anerkannt, deshalb dürfen nur Empfehlungen und keine Normen festgelegt werden. Von diesen Empfehlungen gibt es bereits 80 Beispiele für W3C. Empfehlungen sind HTML, CSS, XML, JS, PHP,